Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schoki Banoki Daily, deine tägliche Portion Angeberwissen. Ja, ja. Das daneben mir ist der Sascha. Ja, hi, Tagchen. Und ich bin der Marc. Schönen guten Tag. Ja, heute haben wir den 9. Juli. Was ist passiert am 9. Juli 1975? Richtig, Kenner wissen das, Jack White ist geboren. Ah, du hast das Geburtstagskind von heute? Ja, ich habe sogar vielleicht ein Foto von ihm dabei. Mal schauen. Vielleicht. Ah, das ist er doch. Da ist er ja. Jack und White. Denen das jetzt nicht sagt, euch sagt bestimmt die Band The White Stripes was. Wir intonieren mal eben das bekannteste Lied von denen. 1, 2, 3, 4. Ja, ich war befangen, ne? Und so weiter. Ja. Genau. Der ist am 9. Juli 1975 geboren. Und 10 Jahre vorher, 1965, da ist der britische Posträuber Ronald Biggs. Ronald Biggs. Er ist aus dem Londoner Gefängnis geflohen, damals. Ja, das ist ja der Posträuber. Genau. Und nach fast 30 Jahren ist er wieder in die Heimat zurückgekehrt, nachdem er nur in Brasilien gelebt hat. Auf jeden Fall ist er geflohen aus dem Gefängnis, hat 30 Jahre in Brasilien gelebt und ist 2001 dann nach England zurückgekommen. Ja. Aber Legende in England jedenfalls. Auf jeden Fall. War das nicht auch so, dass die Toten Hosen da irgendwie was mit dem, die haben noch mit dem damals ein Video gedreht, ja, ne, glaube ich. Ja, stimmt, hast du recht. Mit den Biggs haben sie irgendwas gemacht. Das war doch da. Bei welcher Platte waren das? Ja. Gut. Ja, super recherchiert. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ja, welche Platte? Ich hab's jetzt voll vergessen. Wo hat Biggs mitgemacht bei den Toten Hosen? Ja. Genau. Oh mein Gott. Ja. Aber gut erwähnt, wenn man sich weiß. Hauptsache erwähnt. Und am 9. Juli war noch was? Ja, am 9. Juli, Moment, ich muss ganz kurz umswitchen. Am 9. Juli war für Sascha ein nicht ganz so schöner Tag. Ach du Scheiße. Am 9. Juli 2006, Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Ja. Endet mit dem Finale Italien gegen Frankreich. Und ja. Italien wird durch ein 6:4 nach Elfmeterschießen erneut zum 4. Mal, glaube ich. Katastrophe. Weltmeister. Ja, ich war 2006, war ich auch in Rom. Italiener an sich, super, ne? Alles in Ordnung. Ja. Aber die italienische Fußballnationalmannschaft, Grenze knicken. Ich war in Rom gewesen und bin dann so, nichts, irgendwie da so durch die Gegend, hab nichts Böses geahnt. Ne? Und dann sind überall diese Poster und diese Abbildung Campione del Mondo und sowas und die italienische Nationalmannschaft und so ein Zeug. Das geht nicht. Also es geht einfach nicht. Ja, das ist. Ja. Es geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich noch kommentieren soll, außer es geht nicht. Ich würde vorschlagen, den nächsten Urlaub verbringst du einfach in Holland. Nee, jawohl. Nee, mit den Holländern bin ich ja so. Ne? So. Ja. Mit den Italienern bin ich so und mit den Holländern bin ich ja so. Ne? Ja. Weil ich habe ja eine Zeit lang in Holland studiert und deswegen Holland-Hüb, sage ich nur. Ne? Ja, ist egal. Wenn ich in Italien studiert hätte, wäre es wahrscheinlich andersrum. Ist egal. Ja. Auf jeden Fall am 9. Juli ist aber auch heute, ja, ist Unabhängigkeitstag in Argentinien. Hier sehen wir Argentinien. Ja, da ist ein Argentinier. Ach, guck mal, das ist ein Argentinier. Argentinisches Lama. Argentina. Ja. Heute ist Unabhängigkeitstag in Argentinien und das seit 1816. Interessant. 1816. Ja, das ist schon mal 3 Tage her. Ja. Das ist schon mal ein bisschen was. Das war der 9. Juli. Morgen sehen wir uns wieder am 10. Juli. Jetzt habt ihr ganz viel Angeberwissen, das ihr anwenden könnt für den heutigen Tag. Unabhängigkeitstag in Italien. In Argentinien. Italien ist Weltmeister geworden 2006. Mit dem Biggs, der ist ausgebrochen 1965 und 75 war der Jack White. White. Der hat Geburtstag. Wollen wir nochmal singen? War so schön. Shit!